Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es wieder um Transmog und zwar um das gepflegte Lederset aus Höhlen des Wehklagens. So, das sind die Teile, ich habe da keinen Umhang zu. Wir schauen uns das gesamte Set jetzt mal an. Fangen wir mal mit den Schultern an. Typisch Leder halt, ne? Diese Fransen-Ledersticken da drauf. Kennen wir schon. Dann schauen wir uns mal die Brust an. Da haben wir auch die gleichen Absetzer wie an der Schulter. Ah, und hier die Nähte, ne? Es war so typisch für Lederkleidung, dass man halt immer diese Nähte gesehen hat. So, dann haben wir die Armschienen. Diesmal ein bisschen größere. Auch mit diesen Absetzungen. Auch ganz schick, dass hier alles offen ist, ne? Dann die Hände. Ja, die passen dazu. Schließen auch genau ab mit den Armschienen. Und da sieht man auch halt wieder, dass es typisch Lederklamotten sind. Dann der Gürtel. Oh, der Gürtel hat diesmal eine andere Farbe. Und hier vorne auch einen türkisen Stein. Sehr interessant. Dann haben wir die Hose. Ja. Die passt natürlich wieder zum Rest hier mit den Fransen. Hier sind nur, ist nur dieser Fellbesatz im Gesäßbereich und nicht unten. Aber ich vermute mal, dass die Schuhe das kompensieren werden. Siehst du mal. Hier haben wir es. Die Schuhe gehen, so wie es aussieht, bis hier. Ja, unten sind sie mit Riemen gebunden. Wie ihr sehen könnt, hier und hier. Hier ist auch nochmal genäht. Wahrscheinlich die Verlängerung. Aber es ist ein typisches Jägerset. Ich denke mal, der Umhang dazu wird in grün sein. Hier in diesem Grün. Und oder halt mit diesen weißen Abstickungen. Ja. So, ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das tragen würdet. Und ich danke euch fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir das Kette-Set machen. Also bis dahin. Tschüss.